Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade aufgestanden. Wir fliegen heute zurück nach Deutschland. Und ich bin todesmüde. Aber ich muss jetzt aufstehen und mich fertig machen. Weil ich habe Angst, dass wir unseren Flug verpassen. Ich bin immer paranoid. Aber ja, ich stehe jetzt auf und meine Haare ziemlich an. Pack noch die restlichen Sachen. Und dann geht's wieder zurück nach Germany. Ob ich mich freue? Nope. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Koffer. Glaube ich 5 große Koffer. Alles sind jetzt soweit gepackt. Müssen wir jetzt noch zumachen und hoffen, dass nicht einer davon zu schwer ist. Ich will wirklich, wirklich, wirklich nicht gehen. Es sind einfach schon wieder 30 Grad draußen. Wärme erfüllt mich, glaube ich, einfach unnormal. Aber ja, wir erklären euch auf jeden Fall später, warum wir gehen müssen. Kelani hat heute Nacht nochmal bei ihrem Papa geschlafen. Die wollte das unbedingt. Sie sieht jetzt ihren Papa auch erstmal vielleicht ein paar Wochen nicht und so. Deswegen habe ich gesagt, ja, okay, mach das. Und die kommen gleich hierher, also in einer halben Stunde, Stunde. Und holen uns ab. Und dann fahren wir gemeinsam zum Airport. Jetzt geht's zum Flughafen. Wer hat uns abgeholt? Kelanis Papa. Ihr seid bestimmt alle curious, wie er aussieht, oder? Kannst du nicht einmal Hallo sagen? Nein. Tu casino en América, quiero bambino contigo, ma. Te beso bien suave en el limo, ma. Quiero con vino limón, o sea. Tu cuerpo es un carnaval, yeah. Tus ojos transcendental. Espíritu natural, me enamora con besos. Love you. So, wir wollten jetzt unsere Koffer einchecken. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir Übergepäck haben. Wir haben safe Übergepäck, wir haben einen Koffer zu viel. Ich bin mal gespannt, wie teuer der Spaß wird jetzt. Wir haben 2 Koffer, die 27 Kilo wiegen. Und müssen jetzt hier umpacken, aber wir werden das nicht schaffen. Also den haben wir jetzt versucht, ein bisschen leerer zu machen. Aber die sind zu voll, wir können in die kleinen Koffer nichts mehr reinmachen. Das heißt, der hier wird 28 Kilo bleiben und den müssen wir bezahlen jetzt. Also der Spaß hat jetzt wie viel gekostet? $220. Nee, 240 sogar. $240 hat es jetzt gekostet, dass wir... Wir haben Gott sei Dank 3 geschafft, komplett voll zu packen, ohne dass sie über 23 Kilo gehen. Einer war 28 Kilo und den mussten wir jetzt bezahlen. Okay, wir sind jetzt durch den Security Control gekommen und gehen jetzt zum Gate. Es ist 207. Like I said, 207. Ey, das ist so eine neue Funktion, Cinematic. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber es ist voll nice. Ich bin so im Bild und im Background ist alles so blurry. Der ist cool. Mit wem redest du? Mit dir. Wir sind in einem Fahrstuhl und der ist irgendwie... Warum ist das so, Vanessa? Richtig komisch. Wir warten jetzt hier gerade auf unser Essen und wir dachten, wir nutzen die Zeit, um ein paar Sachen vielleicht aufzuklären. Voll viele haben uns gefragt, ey. Naja, also warum wir zurückgehen nach Deutschland. Alle denken, die sind ausgewandert. Wir haben nie gesagt, dass wir ausgewandert sind. Wir haben gesagt, wir ziehen nach L.A. und wir sind nach L.A. temporär gezogen, einfach als Probe, um mal einfach zu gucken, wie es ist. Wir denken, dass man erst auswandern sollte, wenn man auch ein paar Monate in diesem Land gelebt hat. Ja. Einfach auch, um zu gucken, ey, ist das überhaupt langfristig was für uns? Sind die Menschen da nice? Wie ist es, wenn du intern drin bist, nicht nur auf Vacation-Modus? Sondern wie ist es, wenn du wirklich drin bist? Und wir haben auf jeden Fall gesehen, es ist geil, ohne Frage, aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Sachen, die nicht geil sind. Viele Schattenseiten. Wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Ja. Und das ist auf jeden Fall hier. Hier gibt es eine Menge Licht, aber auch eine Menge Schatten. Ja. Zurückgehen, es war eigentlich ein bisschen anders geplant. Wir dachten auch, dass wir länger bleiben.
aber in Deutschland brennt's. Also in Deutschland gibt es so viele Sachen, die wir nicht bedacht haben, die einfach jetzt komplett am Eskalieren sind. Ich habe Probleme mit meinem Auto, habe da Briefe bekommen, konnte mich aber nicht drum kümmern, weil ich halt nicht vor Ort war. Dann bezüglich Apartment und so. Und noch viele, viele, viele andere Sachen, die auf jeden Fall in Deutschland brennen. Wir haben jetzt hier Ramen und so bestellt, aber ich dachte, das hier ist richtig kross, aber ja, ist einfach sieht labbrig. Auch so kross aus. Ist einfach neu? Es ist einfach labbrig. Das ist Pork, ne? Das ist... Vanessa hat hier Ramen mit Chicken bestellt. Und sie packt das so aus und sie sagt so, das ist doch Schweinefleisch. Kann mir keiner erzählen, dass kein Schweinefleisch ist? Bitte erzähl du. Ja, ich gehe hin, ich sag, ich esse kein Schweinefleisch. Ist das Schweinefleisch? Sie sagt, nein, das ist kein Schweinefleisch. 100% ist das Hühnchen. Ich sag, warum ist das rosa? Sie sagt, weil wir das so einlegen. Ich hab's probiert, das ist Schweinefleisch. 100%. Auch hier in meinem Buch. Ja. Ich bin gerade hingegangen, ich habe nochmal Stress gemacht. Sie sagt so, nein, das ist wirklich Chicken. Ich sag so, ja, aber warum ist das rosa? Und sie hat das gekostet und sie sagt so, ich zeig dir jetzt, wie das Schwein aussieht. Sie zeigt mir, wie es aussieht, war wirklich anders. Wie lange habe ich kein Schwein mehr gegessen, dass ich den Unterschied nicht mehr schmecken kann? Wir holen Kelani jetzt noch ein paar Spielzeuge fürs Flugzeug, so Stickerhefte und so. Damit ihr auch nicht langweilig wird, oder Kiki? I just wanna go high, but you keep pulling me down. Feels like we are gonna party lately. Wir steigen jetzt ein. Ich bin unnormal traurig. Ich bin echt traurig. Es nimmt mich auch alles ganz schön dolle mit hier. Es war aber ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ein sehr, sehr wichtiger, lehrreicher Step in meinem Leben auf jeden Fall. Ich habe super, super viel mitgenommen. Once again, Condor Flight 2081 with service to Frankfurt and its connections welcomes passengers in groups 1, 2 and 3. Passengers in groups 1, 2 and 3, you're welcome aboard. Ich glaube, ich melde mich später. Deutschland angekommen. Woran merkt man das? Man muss sogar diese Gepäckdinger bezahlen. Germany. Bester Mann hat uns abgeholt, oder was? Ja, wir versuchen jetzt hier alles ins Auto reinzukriegen, aber sieht gut aus. Und dann fahren wir nach Köln jetzt von Frankfurt. Es ist besseres Wetter als erwartet, oder? So, wir sind jetzt zu meinem Auto gefahren. Ich hole jetzt gerade den Schlüssel ab von meinem Auto. Und dann geht es jetzt von meinem Auto, geht es dann in die Wohnung und dann werden wir uns nur noch ausruhen heute. Und fix und fertig. Wir haben unser Auto zurück! Yeah! Wie kann man so viele Koffer haben? Wir müssen jetzt die ganzen Koffer in mein Auto einräumen. Ich weiß nicht, ob das passt, sage ich ehrlich. Weil wir nämlich morgen schon wieder von hier woanders hingehen. Ja. Ja. Unser Leben, ey. Ein Chaos. Ein Koffer ist hier drin und wir haben noch Mama, darf ich mit vier. Dem Ringschirm spielen? Ja, Baby.
Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Wir haben hinbekommen, diese ganzen Koffer in das Auto reinzupacken. Ich kann es nicht glauben. Krass. Tetris gespielt. So, wir sind jetzt angekommen. Wir sind fix und fertig. Meine Augen sind rot. Meine Haut sieht aus, als ob ich keine Ahnung was. Ganz weiß. Katastrophe. Wir liegen jetzt auf dem Sofa und wir haben nur Zeit, uns heute auszuruhen, denn morgen geht es wieder auf Attacke los. Dann geht's nach Berlin. Jetzt sind wir gerade in Köln. Ja, Wohnungsbesichtigung. Großes Thema, Leute. Wir haben jetzt Essen bestellt, wir haben richtig Hunger. Wir haben den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen, nichts Warmes. Deswegen müssen wir jetzt erstmal was Warmes essen. In diesem Sinne. Yeah, yeah.